Fashion TV, das neue Fernsehen. Mit dem folgenden Teaser möchten wir euch jetzt Appetit auf unseren Programmstart 2018 machen. Die S-Klasse ist das Maß aller Dinge, so die einhellige Meinung unter Vorstandsmitgliedern der Top-Unternehmen. Doch nun wagt Audi mit dem neuen A8 einen erneuten Angriff auf den Branchenprimus. In der Oberklasse konkurrenzlos, vollgepackt mit Hightech, einem sportlichen Design und bewährter Audi-Qualität kann dieses Vorhaben durchaus gelingen. Wir haben uns das Traumschiff aus Ingolstadt einmal genauer angeschaut. Der neue A8 von Audi macht eine tolle Figur. Langgestreckt, tief duckend auf der Straße, strahlt er bereits im Stand Sportlichkeit und Aggressivität aus. Harmonisches Design und ein Heck zum Verlieben. Der A8 wirkt noch durchtrainierter, ähnlich klar und futuristisch. Die neue Front strahlt eine Menge Selbstbewusstsein aus, fast so, als wäre nicht die Mercedes S-Klasse mit Abstand Weltmarktführer, sondern Audi. Trotzdem von Protz oder der barocken Stilistik des Benz nichts zu spüren. Passt prima zu der durchtrainierten Flanke mit herausgearbeiteten Kotflügeln als Zitat des Urquattro. Und auch das Heck mit seinem durchgezogenen Leuchtenband wirkt, als habe es der Audi Prolog direkt auf unsere Straßen geschafft. Er markiert für die gesamte Marke den Start in eine neue Design-Ära. Die Front mit dem breiten, aufrecht stehenden Single-Frame-Grill und der fließend muskulöse Körperbau symbolisieren sportliche Eleganz, Hochwertigkeit und progressiven Status. Die Luxuslimousine besitzt starke Präsenz, ob in der 5,17 Meter langen Normalversion oder als A8L mit 13 cm längeren Radstand. Der neue A8 startet mit zwei stark weiterentwickelten V6 Turbomotoren auf den deutschen Markt, einem 3 Liter TDI und einem 3 Liter TFSI. Der Diesel leistet 286 PS, der Benziner 340 PS. Zwei Achtzylinder, ein 4 Liter TDI mit 435 PS und ein 4 Liter TFSI mit 460 PS folgen etwas später. Die exklusive Topmotorisierung bildet der W12 mit 6 Litern Hubraum. Das Interieur der Luxuslimousine ist bewusst reduziert gestaltet, die Architektur des Innenraums ist klar und strikt horizontal orientiert. Mit einem radikal neuen Bedienkonzept transportiert Audi seinen hohen Qualitätsanspruch ins digitale Zeitalter. Es verzichtet auf den bekannten Drehdrücksteller und das Touchpad des Vorgängermodells. Die Instrumententafel bleibt weitgehend frei von Tasten und Schaltern. Ihr Zentrum bildet ein 10,1 Zoll Touch-Display, das sich durch die Black-Panel-Optik vor dem Start nahezu unsichtbar in die schwarz hochglänzende Blende einfügt. Freiraum ist das prägende Gestaltungsmerkmal im neuen Luxusverständnis. Der A8 gleicht deshalb einer großzügigen, weitgeschnittenen Lounge. Im Vergleich zum Vorgängermodell hat er bei beiden Karosserievarianten in der Länge deutlich zugelegt. Der neue Audi A8 und der A8L werden am Standort Neckarsulm gebaut und starten im Spätherbst 2017 auf dem deutschen Markt. Der Grundpreis für den A8 beträgt 90.600 Euro, der A8L startet bei 94.100 Euro. Die Mini Enterprise aus Ingolstadt ist technisch bereits heute schon ein Meilenstein. Der Audi AI Remote Parkpilot und der Audi AI Remote Garagenpilot steuern den A8 selbsttätig unter Überwachung des Fahrers in eine Parklücke bzw. Garage und wieder heraus. Dabei muss der Fahrer nicht im Auto sitzen. Er startet das jeweilige System über sein Smartphone mit der neuen My Audi App. Zum Überwachen des Parkvorgangs hält er den Audi AI-Button permanent gedrückt und sieht auf seinem Display eine Live-Anzeige der Umgebungskameras des Autos.
Als erstes Serienautomobil der Welt ist der neue A8 speziell für hochautomatisiertes Fahren entwickelt. So übernimmt der Audi AI Staupilot auf Autobahnen und Bundesstraßen mit baulicher Trennung in C-fließenden Verkehr bis 60 Stundenkilometer die Fahraufgabe. Zum Aktivieren des Systems dient die AI-Taste auf der Mittelkonsole. Der Staupilot managt Anfahren, Beschleunigen, Lenken und Bremsen. Der Fahrer muss das Auto nicht mehr permanent überwachen. Er kann die Hände dauerhaft vom Lenkrad nehmen und sich abhängig von den geltenden Landesvorschriften einer Beschäftigung widmen, die vom Auto unterstützt wird, etwa das Onboard-TV verfolgen. Sobald das System an seine Grenzen stößt, fordert es den Fahrer auf, die Fahraufgabe wieder selbst zu übernehmen. Passion TV, das neue Fernsehen.